Name Ingo Jüdes. Ich bin Grabungstechniker für die Firma Denkmal 3D. Und in den letzten Wochen und Monaten habe ich hier in Rechterfeld ein Urnengräberfeld ausgegraben. Dabei haben wir insgesamt 46 Bestattungen gefunden, davon 33 in Keramikurnen. Die meisten davon stammen aus der Bronzezeit, ungefähr 900 Jahre vor Christi. Einige sicherlich ein bisschen jünger, aus der Eisenzeit. Das wissen wir noch nicht, das wird in der Nacharbeit noch genau datiert, wie alt die einzelnen Urnen eigentlich sind. Das Interessante ist auch, dass neben den Urnen auch die Grabeinfassungen, ringförmige Gräben, die sich heute noch als dunkle Verfärbungen in einem anstehenden Boden abzeichnen, als Reste von ehemaligen Grabhügeln finden. Ich habe ringförmig gesagt, teilweise sind die auch rechteckig mit Öffnungen. Wir haben auch ein sogenanntes Schlüssellochgrab, wo dann dieser Graben die Form ungefähr eines Schlüssellochs hat. Das ist so im Wesentlichen das, was wir gefunden haben. Was auffällt, wie gesagt, Datierung, Bronzezeit, frühe Eisenzeit, keine Siedlungsbefunde, ein reines Gräberfeld.